Pierre-Emmanuel Dalsin ist einer dieser Spezialisten. Vor einem Jahr war der Franzose in Garmisch Fünfter im Super-G geworden. Sein bisher bestes Weltcup-Resultat. Auch heute hatte der 27-Jährige die Kandahar-Strecke im Griff. Dalsin mit Startnummer 7 schneller unterwegs als der führende Österreicher Stefan Görgel. Im Ziel betrug sein Vorsprung 55 Hundertstel. Dalsin freute sich über die Bestzeit. Ein Garmisch-Liebhaber ist auch Tobias Grünenfelder. Vor 2 Jahren gelang ihm hier der Durchbruch im Weltcup. Vor einem Jahr stieg er als Dritter zum ersten Mal aufs Podest. Im oberen Teil war er schneller als der führende Dalsin. Danach verlief seine Fahrt aber nicht mehr optimal. Immerhin, es reichte vorerst für Rang 2. Grünenfelder musste warten und hoffen. Deutlich langsamer Teamkollege Didier Defago. Gestern Vierter in der Abfahrt, heute nur 16. Auch Bruno Kernen gelang wiederum keine optimale Fahrt. Er lag bei der ersten Zwischenzeit noch vorne, konnte dann aber die Zeiten von Dalsin und Grünenfelder auch nicht gefährden. Das führende Duo wartete auf die besten 12 der Weltrangliste, angefangen beim Akrobaten Bodhi Miller, der einmal mehr zu viel riskierte. Immerhin kam er ins Ziel im Gegensatz zu Benjamin Reich. Ein schlimmer Sturz des Weltcup-Führenden beim Seilbahnstadelsprung. Benommen vom Schlag auf den Hinterkopf rutschte Reich hilflos die steile Piste hinunter. Es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis der Österreicher endlich vom Netz gebremst wurde und zum Glück wieder aufstehen konnte. Es war nicht das Rennen der Österreicher. Auch Abfahrtsweltmeister Michael Walchhofer schied aus. Und für Dalsin sah es immer besser aus. Die ganz großen Kaliber kamen aber noch. Didier Güsch, er liebt die Kandahar-Strecke. Kein Wunder, nach bisher 5 Podestplätzen. Heute bot die Piste aber für die Fahrer mit höheren Nummern nicht mehr die gleich guten Bedingungen. Güsch wehrte sich zwar erfolgreich gegen die vielen Schläge, blieb aber hinter den Zwischenzeiten von Dalsin und Grünenfelder zurück. Für den Sieg kam er heute nicht in Frage. Aber vielleicht für einen Podestplatz? Nein, auch dieses Ziel verpasste Didier Güsch. Ganz im Gegensatz zum immer noch führenden Pierre-Emmanuel Dalsin. Vorjahressieger Marco Büchel vergab nach einer guten Fahrt sämtliche Chancen mit diesem Fehler kurz vor dem Ziel. Stefan Eberharter bog mit 4 Zehnteln Vorsprung in die Fischschneise ein, aber auch er mit einem Rumpler am gleichen Ort wie Büchel. Das kostete viel Zeit, Eberharter fiel hinter Güsch und Kernen zurück. Eine Sensation bahnte sich an, denn jetzt fehlte nur noch Hermann Mayer. Seit 2 Monaten wartet er auf seinen 3. Weltcup-Sieg. In Kitzbühel war er von Darren Ralphs um 300stel geschlagen worden. Mayer fuhr taktisch klug, er verzichtete auf die übliche Kampflinie und wich so gut wie möglich den Schlägen aus. Schnell war er trotzdem. Mayer unterwegs zu seinem 45. Weltcup-Sieg. Seine Zeitreserve auf Dalsin war groß genug, auch wenn davon am Ende nur noch 700stel übrig blieben. So gewann in Garmisch doch noch ein Österreicher. Mayer verhinderte die Sensation. Grünenfelder auf Rang 3 hinter Mayer und Dalsin. Güsch als 6. und Kernen als 8. sorgten erneut für ein gutes Schweizer Mannschaftsergebnis. Der Sieger des Tages hieß aber Hermann Mayer. Er gewann nicht nur das Rennen, sondern auch den Super-G-Weltcup und übernahm die Führung im Gesamtweltcup.